Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play, beziehungsweise sogar dem letzten Let's Play von Sim Companies. Ja, aus privaten Gründen habe ich im Moment ziemlich viel zu tun. Außerdem glaube ich, dass die interessanteste Phase vom Spiel jetzt erst einmal vorbei ist. Grundsätzlich habt ihr gesehen, wie das Ganze funktioniert. Wir werden das jetzt aber ganz ordentlich beenden. Wir haben nämlich noch außenstehende Finanzierung. Leider hat Eigentlich wollte ich gestern dieses Video schon aufnehmen, aber irgendwie hat das dann nicht funktioniert mit dem Aufnehmen. Deswegen werden wir hier jetzt die Anleihen kündigen, weil andernfalls würden die mit der Bewertung BB- einfach nur einen Teil der Einlage, die sie gemacht haben, zurückbekommen. Deswegen werden wir jetzt alle Anleihen kündigen, sodass die ihr volles Geld zurückbekommen. Genau. Und wir hier nicht weitere Zahlungen eigentlich vornehmen müssen. Ich habe jetzt noch irgendwo einen Jumbo-Chat in Auftrag gegeben, einfach nur zwecks der Gaudi. Wir können hier nochmal neu laden, dann müssten wir auch die Errungenschaft dafür bekommen. Genau, produziere und verkaufe heute. Aber das ist nicht so tragisch. Wir können nochmal auf unsere Errungenschaften schauen. Das sehen wir waren fast an den 3000 dran. Rang 3000 war ganz knapp, sind wir ganz knapp vorbeigerutscht. Hier sehen wir haben gestern nochmal ordentlich Geld gemacht, einfach weil wir ziemlich viel verkauft haben. Ich habe nämlich die ganze Jumbo-Chats verkauft. Wir können hier, ja, sehen wir sind jetzt 3240, also knapp vor Rang 3000. Im Prinzip würde es jetzt so weiterlaufen, dass man quasi weiter die Hangars ausbaut, sich auf irgendwas spezialisiert, um einfach noch schneller forschen zu können. Allerdings glaube ich, dass das jetzt hier vom Let's Play wirklich ausreichend war. Und vielleicht werde ich noch ein paar Let's Plays mit meinem Hauptaccount wirklich aufnehmen, damit ihr auch mal seht, wie das mit den Vertriebsbüros läuft. Wobei ich dort auch schon am Überlegen bin, von den Vertriebsbüros wegzugehen, weil das auf ganz lange Sicht vielleicht doch nicht das Optimale ist. Ja, dann gehen wir jetzt dazu über, meine Account-Einstellungen anzuschauen. Beginne von vorn, das sieht man, ich kann hier den Account zurücksetzen. Das habe ich ja schon mal gemacht, auch im Tutorial, sage ich schon, im Let's Play. Was ich hier aber auch machen kann, ist eben meinen Account löschen. Das werde ich jetzt auch dann tun. Soweit ich weiß, wissen eigentlich alle wichtigen Zulieferer Bescheid. Hallo jetzt nicht, aber der hat, glaube ich, ja, genug andere Abnehmer, dieses CFK mit Qualitätsstufe 4 für 60 € weiterverkaufen kann. Das ist alles kein Problem. Deshalb werde ich die jetzt einfach ablehnen. Ich habe noch eine ganze Menge auch im Lager und wir könnten jetzt noch forschen oder irgendwas, aber ich möchte das jetzt einfach beenden. Ich glaube, dass das einfach auch jetzt ein sauberer Schnitt ist. Wir haben jetzt eigentlich ziemlich viel erreicht. Wir haben über 10 Millionen insgesamt an Buchwert gemacht. Die meisten Quests sind vorbei von der Personal Assistant. Wir haben ja die Führungskräfte ordentlich ausgebildet. Eigentlich gibt es jetzt da nicht mehr viel mehr, was man wirklich zeigen kann. Ja, hier sieht man auch das sonstige Gesamtergebnis. War jetzt extrem gut gestern, einfach dadurch, dass wir unseren Lagerbestand verringert haben. Ja, genau. Dann schauen wir nochmal ins Warenlager. Können wir mal auf die Übersicht gehen. Dann sehen wir haben hier noch unglaublich viel Flugzeugrumpf, Strahltriebwerke und sowas Rumpflieger. Das sind 2 Millionen CFK, sind auch fast 1 Million noch im Lager. Bildschirme sind fast für eine halbe Million im Lager, für eine gute halbe Million im Lager. Einfacher Innenraum. Ja, da ist eine ganze Menge zusammengekommen, was wir hier alles haben. Trotzdem werde ich jetzt dieses Let's Play beenden. Account-Einstellungen. Wir gehen hier von vorn. Nein, wir werden den Account löschen. Jetzt vermute ich, dass da in der E-Mail muss ich die. Ah,
Das war jetzt nicht so geschickt, dass man gesehen hat, was meine E-Mail ist, wobei das sowieso eine Zweit-E-Mail ist. Also, ja, vielleicht werde ich es ausgrauen irgendwie. Da muss ich mich mal reinschauen. Dann wird jetzt der Account gelöscht werden. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß am Spiel, falls ihr es spielt. Ich wünsche euch viel Spaß auf YouTube, wenn ihr andere Videos schaut. Vielleicht werde ich auch noch mal weitere Let's Plays mit meinem Hauptaccount drehen. Genau. Aber ich denke, ein zweiter Account, der braucht einfach auch viel Zeit und im Moment habe ich die einfach jetzt auch nicht mehr. Und deshalb werde ich jetzt hiermit das Let's Play auf dem Let's Play-Account beenden. Vielleicht werde ich einfach auch mal ein paar Einblicke geben, wie das ausschaut in meinem Hauptaccount, die Vertriebsbüros und eventuell wird sich da auch was bald ändern. So, das war's. Auf Wiedersehen. Vielleicht sieht man sich mal wieder.